Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Und auch das wird ein Boxkampf sein. Wir gehen ins Cruisergewicht, angesetzt auf 6 Runden. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer in der roten Ecke aus Georgien, Georgi Tevdorashvili. Und nun sein Gegner. Er ist wieder da nach langer Verletzung. Rufe ich in den Ring den Kämpfer aus München, Flamu Mehmeti. Auch bei diesem Boxkampf ist wieder im Personalunion Punkt und Ringrichter aus Mainz, Alexander Plumanz. Und nun der Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 32 Jahre alt, 90 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 44 Kämpfe, 9 Siege, 4 Unentschieden bei 4 Knockouts. Er tritt an für das Gym Pro Box Georgia und in seiner Ecke ist sein Trainer Valeriane Kurashvili. Meine Damen und Herren, aus Georgien, Georgi Tevdorashvili. Sein Gegner in der blauen Ecke ist 24 Jahre alt, 88 Kilogramm schwer, 1,89 Meter groß. Seine Kampfbilanz makellos. 9 Kämpfe, 9 Siege, 3 davon durch. Knockout. Er ist WBC-Junioren-Weltmeister, tritt an für das Kampfsportzentrum Steko in seiner Ecke. Ex-Weltmeister Pavlica Steko, Nebo Kostadinovic und Cutman, Thilo Kuttler. Herzlich willkommen aus München, Flamu Mehmeti! Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Kämpfer zur Mitte, the fighters to the center. Gentlemen, I expect a clean and fair fight. Protect yourself at all times, obey my commands at all times, touch gloves and go back to your corner. Hallo und herzlich willkommen. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fights begin. Und wir starten im Boxkampf im Cruisergewicht bis 91,4 Kilogramm. Flamu Mehmeti aus München, aus dem Steko-Boxstall gegen Georgi Tevdorashvili aus Georgien. Ein Mann aus Georgien mit dem weißen Bund und den schwarzen Handschuhen, die beiden der besser auseinanderhalten zu können. Flamu Mehmeti hat eine lange Pause hinter sich, über ein Jahr stand er nicht im Ring, hat einige Verletzungen gehabt und muss jetzt so langsam wieder reinfinden in das Kampfgeschehen. Hat sich da einiges für heute vorgenommen. 10 Kämpfe, 10 Siege, dreimal vorzeitig gewonnen. Flamu Mehmeti, nicht ganz so gut, der Kampfrekord von Georgi Tevdorashvili, 44 Kämpfe, 9 Siege, viermal vorzeitig gewonnen, 31 Niederlagen, 16 Mal musste er frühzeitig in die Kabine. Kampfrekorde haben oftmals auch nicht ganz große Aussage gehabt. Das sind routinierte Leute, die da durch die Welt reisen und Mehmeti muss auf seine Technik passen. Dritter Mann im Ring, Alexander Plumanz aus Mainz. Box. Na, der Ball. Linke und rechte drin. Der Georgier macht hier erstmal Dampf in Runde 1. Wieder die rechte. Nochmal. Also er muss die linke nach oben nehmen. Flamu Mehmeti. Break. Break. Stop. When I say break. Also häufig soll der da nicht durchkommen, der Georgi Tevdorashvili. Hört mal die rechte von Mehmeti. Ah, wilde Keilerei hier, keine leichte Box. Aufgabe für Plumanz. Stop.
No low blows. Bisschen tief die linke da von Tefto Rashvili. Break. Auf 6 Runden das Ganze angesetzt. Break. Also schon mal stop. Relativ. Listen to me. Luft. Break. Step back. Stop holding. Box. Links-Rechts-Kombination. Diesmal. Stop. Abwehr. Stop. Gestimmt. Und nach dem Break sollte man tunlichst. Stop holding. Now. I will deduct points directly. Die Aktion okay. Unterbrechen. Box. Schon. Klare Worte von Flumanns an den Mann aus Georgien. Die Frage ist, ob er es verstanden hat oder ob er es verstehen wollen. In der Ecke von Mehmeti Pavlicasteko, Nebo Kostadinovic und Katman wie immer Kilo. Gut luck. Hier nochmal ein paar Zeitlupen. Da sieht man, dass der Tefto Rashvili hier zügig zu Werke geht. Bumm, da war die linke drin. Die rechte hat er auch 2-3 Mal gut nachgezogen. Er wird betreut von Valerina Kurashvili. Box. So, 2. Runde. Auf die Deckung aufpassen muss er jetzt. Etwas besser, der Flamo Mehmeti. Boxerisch müsste er eigentlich keine Probleme mit diesem Tefto Rashvili haben. Break. Wirkt nicht ganz austrainiert, Mehmeti. Ja, Führungshand, die müsste häufiger kommen. Wieder Zuschlag. Watch your heads. Meine Seite aus Georgien. Break. No holding. Right now. Head up. Okay. Box. Da schraubt er sich richtig rein. Break! Break! Also sauberes Boxen sieht anders aus. Da muss er jetzt durch. Schiebt immer mal wieder. Schulter nach vorne, schöner Treffer jetzt. Von Mehmeti. Weitermachen. Die kann ich hier groß mit den Gegner unterhalten. Nachsetzen, das ist es. Ja, er schiebt, er drückt, er bringt den Ellbogen. Break! Break! Stop! Ich rede, ich rede. Er muss ruhig bleiben, Mehmeti. Timeout. 1 point. Holding. 1 point. Ja, da gibt es einen Punktabzug. Wegen Halbnitz. Da schaut er ganz ungläubig, der Tefto Rashvili, aber time in. Er hat es ja nur ein bisschen übertrieben. Kann jetzt die Runde gut durchbringen, hat er eine 10-8-Runde. Ja, das ist er wütend. Teilt er mal wieder richtig mit. Stop! Break! Step back! It's the last time! Silence! So, kleiner Disput jetzt zwischen Flumanns und Tefto Rashvili, wenn der so weitermacht, dann wird der Kampf nicht zu Ende gehen. Dann kann ich mir vorstellen, break. Dass da sogar eine break. Disqualifikation im Box. Also gut, wie gesagt, schönes Boxen sieht anders aus. Aber da darf man sich nicht beeinflussen lassen. Der Mehmeti, da muss er einfach jetzt seine boxerische Karte zeigen. Er gilt ja als Talent. Hat natürlich break. Viele lange Pausen seiner break. Karriere gehabt. War stop! BBC Junioren-Weltmeister. Stop doing this, okay? Er zeigt ihn nochmal. Silence, I am talking, not you. So, ich spreche Box. Nicht du. War die Ansage jetzt von Flumanns. Yes.
professionellen Art und Weise. Aber er lässt sich da ein bisschen anstecken von Georgi Teftorashvili. Tell him, I will disqualify him if he not stop holding. Tell him, it's not fair. So, da war nochmal eine klare Ansage. Ich werde ihn disqualifizieren, wenn der Typ nicht aufhört, pausenlos zu klammern. So, und jetzt gibt es hier einen Anschiss von seinem Trainer. Schon, dass er sich hier einigermaßen anständig aus der Affäre zieht. So, da war die Linke drin und jetzt fängt er an zu diskutieren mit Mehdi, statt nachzusetzen. Wüstes Gerangel. Ja, mach ihm noch mal vor, schau. So machst du immer, das ist verboten. Runde 3. Kein schöner, aber ein wildes Gefecht hier. Vom Klammern noch mal losgelassen, weil er sich an die Worte erinnert. Auf geht's, Flamo, auf geht's, die Fans stehen hinter ihm. Leiden und über die Führungshand kommen und die Rechte dann in Ziel. Oh, geht er mit dem Kopf nach vorne rein. Muss mal einen Aufwärtshaken vielleicht schlagen, Mehmeti. Der lässt sich da durch diese unsaubere Kampfesweise viel zu sehr beeinflussen. Man muss auch kühlen Kopf bewahren. Stop! Was der Blumens ihm da sagt, der macht seinen Stiefel hier weiter. Jetzt macht das Spielchen Mehmeti, das soll er sein lassen. What are you talking? I am talking. Silence. Also von mir aus kann er den Kampf hier abbrechen durch die Disqualifikation. Schön ist es, nicht anzuschauen. Wie gesagt,
Das ist alles andere als ein Boxkampf, eine wilde Prügelei, und die geht vor allen Dingen von Georgi Teftorashvili aus. Jetzt geht er nochmal in die Ecke und sagt noch einmal und dann wirst du disqualifizieren. Eigentlich hätte es schon machen müssen. Er sitzt so ganz gefröckelt, der Arme. Es ist schwer, hier gute Szenen rauszufinden, die was mit Boxen zu tun haben, vor allen Dingen. Bei den anderen haben wir genug. So, hat er auch wieder gehalten. Second out. Vierte Runde. Mehdi wurde ja auch gegen einen Georgier Juniorenweltmeister. Aber Sonnenkaliber hat er noch nicht vor den Fäusten gehabt. Gar nicht von der Klasse her, sondern von den vielen Unsportlichkeiten. Du hältst auch nicht. Box! Die er sich da so erlaubt. Zweimal schon verwarnt. Break! Alles gut, weiter. Box! So, jetzt haben wir einen Aufwärtshaken, Flamo Mehdi. Das wär's doch mal. Er hatte versucht, ihn da regelrecht zu erdrücken. Jede Aktion wird sofort unterbunden, indem er nach vorne geht. Und die Fäuste vom Mehdi blockiert. Aber nochmal ein Mehdi in guter Form. Hätte da keine ganz so großen Probleme, der hätte ihn jetzt locker ausgeboxt. Er merkt ihm schon an, dass er eben über ein Jahr nicht mehr gestanden ist. So, ist ja mal eine Runde, wo zumindest ansatzweise geboxt wird. Gute Rechte von Teftorashvili. Aber eigentlich muss man den Teftorashvili lassen, dann greift hier ständig an. Gibt da kaum mal eine Phase, wo Mehdi sich da erholen kann. Er rollt nach vorne. Stop. Head up. Nicht draufschlitzen. Box. Break. Tun sich beide mal gar nichts. Oh, noch eine volle Rechte da von Teftorashvili. Der ist schon sehr offen. Der Flavio Mehdi, das muss er abstellen. Ja, die Runde war ja mal erstaunlich ruhig. Keine Verwarnung, keine Ermahnung. Noch relativ sauber gekämpft. Ja, da war der Kopf schon wieder dabei. Aber so Kleinigkeiten darf man schon gar nicht mehr bei dem Kampf hier. Na, zwei Runden haben wir noch. Ein Problem mit dem Kiefer gehabt. Second down! Second touch! Runde 5, Round 5.
zwei Kämpfe bestritten. Tefto Rashvili. Niederlagen gegen die ungeschlagenen Ferenc Urban aus Ungarn und Lena Perez, ein in Russland lebenden Kubaner. Auch sonst hat er schon ganz gute Leute geboxt. Micky Nielsen, Murat Gassiev, den Ex-Weltmeister im Großgewicht. Agron Smakici, der jetzt im Schwergewicht angreift. Jürgen Uldedei. Watch your heads! No pushing! Break! Break! Box seit der 2008 als Profi. Mehmedi ist 2015. Break! Verfeiert er ebenfalls hier im Break. Zirkus Bode. Step back. Box. Saal sein Debüt. Mit einem Sieg mit dem Break. Ja, Leute, ganz gut im Kampf gekommen. 18 Kämpfe, 12 Siege. Ist Weltmeister eines Mini-Verbandes. Loben Box in Kampf. Break! Er muss es 4-5 Mal im Jahr angeben. Der letzte Warnung. Jetzt kommt die Qualifikation, aber dann müssen wir auch mal machen. Stopp! Stopp! Aus, ja. Das qualifiziert, hat es gleich nochmal gemacht. Ja, und dann kommt eben das Ende des Kampfes. Kann er sich jetzt aufregen, wie er will. Es war alles andere als gutes Boxen. Von beiden Seiten allerdings, muss man sagen, weil Mehmeti konnte mit Tefto Rashvili nicht viel anfangen. Aber er hat den Kampf gewonnen. Und jetzt muss er wieder hart an sich arbeiten, muss ein paar Kilo runterholen. Und ja, wieder das Boxerische reinfinden. Vor allem die Führungshand, die kam überhaupt nicht. Und nur so kann man einen anstürmenden Kerl mit diesem Tefto Rashvili dich vom Leib halten. Der Blumas hat lange gewartet, aber dann hat er doch irgendwann gesagt, ja, aus, vorbeikommen. Hat alles kein Verb mehr. Lag er eh nach Punkten und ein Holber vorne. Lambor, Mehmeti. Kai Fetzmann wartet ja auch noch ab das Urteil. Verkündung. Sieger durch Disqualifikation in der fünften Runde nach 1 Minute und 46 Sekunden aus München, Flamur Mehmeti. Also, da war noch viel Arbeit auf Pavel Zasteko. Flamur, lange verletzt gewesen. Ich glaube, du hast dir den ersten Kampf ein bisschen anders vorgestellt. Es ist schwierig, da zu zeigen, wofür man die ganze Zeit trainiert hat. Wie hast du es empfunden im Ring? Ja, also das war eigentlich schon uns bewusst, dass er genau sowas machen wird. Dass er mit Klammern, Kopfstößen, Ellbogenstößen etc. den Kampf kaputt machen will. Wir haben es ein bisschen anders erwartet, dass wir das verhindern. Aber Gott sei Dank ist wieder gut ausgegangen, Wendy. Ja, Gratulation auf jeden Fall. Auch so ein Kampf muss erstmal gewonnen werden. Du bist nach München gezogen, du bist jetzt hier. Das heißt, du stehst vollkommen im Saft. Wie sehen die Zukunftspläne aus? Vor allem jetzt natürlich auch in der absehbaren Zeit mittelfristig. Genau, also ich wollte mich jetzt erstmal hier bedanken an Pavel Zasteko. Der hatte mega viele Nerven mit mir. Da ich in meinem Studium war, sehr viel Stress hatte, trotzdem boxen wollte, sehr, sehr wenig Trainingseinheiten hatte. Aber jetzt ist das Studium fertig. Ich habe den Bachelor in Wirtschaftsinformatik und bin hergezogen und es ist viel, viel einfacher für mich. Danke, Pavel. Ja, Gratulation natürlich auch zum Bachelor in der Wirtschaftsinformatik und wir freuen uns auf weitere Auftritte hier im Ring. Gratulation, Flamur Mehmeti.
Ich wollte noch sagen, Glückwunsch an Dritt und Zeka für deinen Sohn Sami. Ich hoffe, er hat ein Leben voller Glück, voller Gesundheit und alles mit der Familie. Vielen Dank. Ja, Geburtstage am Tag der Deutschen Einheit, auch das ist natürlich was Feines, muss auf jeden Fall erwähnt werden.